Menschen, die in ihrer Verzweiflung in den Hungerstreik treten, auf Bäume klettern, mitten in München. Seit Samstag hatten Flüchtlinge für ein Bleiberecht in Deutschland und gegen ihre Unterbringung in Gemeinschaftsunterkünften demonstriert. Eine Aktion, die ein Schlaglicht auf die Flüchtlingsproblematik in Deutschland wirft. Am Morgen gelang es der Polizei, die Protestaktionen auf dem Verhandlungsweg zu beenden. Es waren verstörende Szenen, die sich heute Nacht in der Münchner Innenstadt abspielten. 7 Asylsuchende waren auf Bäume geklettert, um der Räumung ihres Protestlagers zu entgehen. Flüchtlinge, die in den Hungerstreik getreten waren. Sie fordern ein Bleiberecht in Deutschland und sind gegen die Unterbringung in Gemeinschaftsunterkünften. Seit vergangenem Samstag harrten etwa 30 Menschen in einem improvisierten Camp aus. Seit gestern Mittag hörten sie eigenen Angaben zufolge auch auf zu trinken. An diesem Punkt entschieden die Behörden, das Lager zu räumen. Es bestand die Gefahr, dass einzelne Personen über den Schlaf in eine Art komatösen Zustand geraten und dann unter Umständen sogar sterben. Vor allem, weil es ja heute Nacht auch dann ziemlich kalt wurde oder in der Nacht von gestern auf heute. Also insoweit sahen wir eine konkrete Gefahr und mussten deswegen die Versammlung auflösen. Die Feuerwehr hatte unter den Bäumen Sprungkissen aufgebaut, da einige Flüchtlinge damit drohten zu springen. Nach mehreren Stunden gaben sie nacheinander aber schließlich freiwillig auf. Einige von ihnen wurden laut Behördenangaben teilweise völlig entkräftet ins Krankenhaus gebracht, andere verschwanden vom Ort des Geschehens. Am Vormittag trafen sich Vertreter der Protestaktion mit dem Münchner Oberbürgermeister und der bayerischen Sozialministerin, um die Situation der Flüchtlinge zu besprechen.